So, und dann geht's jetzt mal wieder los. Bist du schon dran mit der Stadt? Wo bin ich? Bist du schon in der Stadt? Nee, er lädt noch. Ich hab doch meine lieben Ladezeiten immer. Achso, ja, stimmt. Wollen wir uns ein Treffen, Entschuldigung. Wir müssen jetzt was die treffen? Schützen. Ja. Also, gruppieren wir uns in der Wildturmödnis neu. Machen wir Quests in der Versammlungshalle oder treffen wir uns einfach dort und vor Ort? Ich weiß gar nicht, was ich was ich jetzt als nächstes hab. Stimmt ja, ich habe ja eine neue Rüstung, ja. Nimm die beste Art von Quest an. Hä? Was ist denn das? Ich weiß halt nicht, ob ich noch Quests groß machen muss, wenn ich jetzt ein bisschen Rüstung aufbessern will. Guck du mal in aller Ruhe. Ja, ich weiß, dass ich mit den Doppelklingen eigentlich mehr zufrieden war als mit dieser einzelnen. Als mit den Katana. Nee, nicht Ausrüstung schmieden. Wo kann ich mich denn ausrüsten? Was hatte ich denn da? Die Zwillingsdolche. Nee. Die hatte ich noch welche. Stimmt, das waren die schneidenden Schnäbel. Die konnte ich, glaube ich, nicht mehr verbessern. Nee, da brauche ich noch ein bisschen vom Kulu Yaku, brauche ich noch ein bisschen, um die noch ein verbessern zu können. Dann machen wir das. Und wie kann ich mich jetzt damit ausrüsten? Mit den Schnäbeln? Ja, mit den Klingen hier, weil ich... Achso, ich bin bei Ausrüstung verbessern. Wie kann ich mich dann ausrüsten? Ah, Ausrüstung ändern. An der Truhe. Ausrüstungstruhe. Ah ja. Bestätigen. So. So. Bin ich jetzt mit meinen Doppelklingen wieder ausgerüstet. Haha. Dann muss ich hoch in die Versammlungshalle. Oh, und wieder Ladezeit. I love my Ladezeit. Ich finde die so kacke. Kann nur besser werden. Ja, das stimmt wohl. Aber ich meine, gut, ich meine, jedes Mal ein riesen Spielladen ist halt... dauert, ne? Ja, das stimmt. So. Du bist da? Ich bin da, ja. Ich stehe gerade bei dieser Tante, wo die Quests sind. Auch. Optionale Quests. Ich glaube, Stufe 2 war das. Oder? Ja. Ja, doch, genau. Er jage einen Kulu Yaku. Abschließen. Nordöstliches Lager. Oder? Ja. Ja. Gut. Warte mal ganz kurz. Ich wechsle meine... Wie nennt man das? Praktisch gesehen, zu den Gefährten wechsle ich. Ah. Achso, hast du noch eine Dings? Ja, die Kalister-Extermination. Ah, okay. Genau, ja. Das klingt spannend. Deshalb lieber die Gefährten. Aber die Jungs sind ganz cool, also du kannst halt schnell leveln mit denen. Okay. So. Bin bereit. Achso, ja, ich muss ja eine Quest annehmen. Du musst noch annehmen, ja. Ja, sonst wundere ich mich, wenn du weg bist.
Ey, wie affig ich mir jetzt vorkomme. Ich so mit meiner kleinen Rüstung und du läufst hier völlig übertrieben rum. Soll ich eine andere Rüstung nehmen? Nein, nein, alles gut. Ich könnte ja auch einfach mehr spielen. Obwohl ich hab... Ja, also ehrlich, spiel doch einfach mal mehr. Ja, ich habe aber nicht so viel Zeit. Ich habe Privatleben. Ich habe auch ein Privatleben. Das ist was anderes. Übrigens, deine Zuschauer sind hochgegangen, ne? Schon mal aufgefallen? Nö. Fand ich jetzt nicht so. Also zumindest jetzt... 5 mehr. Was, 5 mehr? Das ist bei Halo. Okay. Ja, bei deinem ersten Video da. Ich hab nur mal geguckt. Okay, ja. Hatte ich nicht mehr so... Was schmeißt du hier heu rum? Hatte ich so nicht mehr geguckt. Muss ich jetzt annehmen? Ah. Okay. Ja. Warum liegt da Strom? Keine Ahnung. Der hat sich dann Haufen gebaut. Nein, Entschuldigung, es war eigentlich von dem Dialog, kennst du nicht? Nee. Okay, also Maxim geht's so. Warum liegt da Stroh? Ja, keine Ahnung. Okay, ficken? Oder blasen? Irgendwas war da. Das war ein Porno-Dialog, ein legendärer. Ah, okay. Der ging zu meiner Schulzeit immer um, das war so der Gag. War noch Zeiten. Einfach mal alles einsammeln, was da so drin ist. Wird schon stimmen. So. Ach, du bist gar nicht mit mir hier bei dem Lager, oder? Kann es das sein, dass ich wieder unten mich hingesetzt habe? Ja, du hast schon wieder das andere Lager genommen. Ich mag halt das untere Lager. Ja, das war der erste Begegnung. Das ist auch okay. Hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Ach so, wir haben hier eine Kantine. Das ist doch nur ein Lager. Nee, du kannst doch noch was essen, dass deine Fähigkeiten verstärkt werden. Das ist gut, aber brauche ich eigentlich gerade nicht so. Hm. Das ist jetzt wo war denn der Kuduku? Da muss ich auf die Karte gucken. Ich glaube, ich kann den ja sehen, wo der ist. Ich oder nicht. Auch nicht. Deshalb. Ach so, ja, dann ist der da, wo ich bin. Das sagt dir jetzt viel, ich ne? Ich kann dir sagen, wo Rathalos ist, aber. Nee, Rathalos könnte ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Ich glaube, da würde ich nicht lange aushalten. Ja, bei mir geht's so. Ich habe ja schon gegen diesen Anjanas habe ich ja schon Probleme. Ja, der Anjanas. Also das ist echt das einzige Monster, was ich richtig verfluche, ne? Warum? Ich weiß nicht, also gegen das Ding zu kämpfen, ich hasse das ja. Hm. Juhu, ich hab ihn. Wen, den coolen Jakku? Ich hab das aufgenommen. Ja. Das war eine Fußspur. Ah, den Kulu Yaku habe ich jetzt auch gefunden. Muss ich mir gleich mal einen Wegpunkt setzen. Ja, der ist irgendwie gerade da oben bei mir. Ja, ich komme mal zu euch hin. Oder auch nicht. Nö, keine Lust. Nö, ich hab irgendwie verlernt, die Ranken hochzugehen. Ah.
Ja, wie das geht, weiß ich eigentlich auch. Aber irgendwie, ich bin gesprungen und er ist aber nicht gesprungen. Naja. Sie ist positiv. Du schaffst ihn sowieso allein, ich weiß. Nee, das meinte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, gebrochene Teile schon, schön. Weißt du, was lustig ist? Später trägt er wirklich sein Ei die ganze Zeit durch die Gegend. Echt? Ja, da hat er keinen Stein mehr, sondern sein eigenes Ei. Also ich habe echt gerade Probleme, zu euch zu kommen. Ich habe mir extra einen Wegpunkt gesetzt, aber irgendwie... Was seid ihr denn? Da seid ihr. Also irgendwie... Ja. Gerade in der 12. Ich bin sowieso so total orientierungslos irgendwie. Aber ich glaube, ich komme euch jetzt näher. Glaube ich. Warte mal, die 11 ist rechts von mir. Dann kann die 12 ja nicht weit sein. Also woher wo? Tippt doch den Kyoaku an, dann weißt du doch, wo er ist. Ich glaube, ich hab euch aber. Ja, hab ich, aber irgendwie. Irgendwie ging das nicht. Nee, ihr seid unter mir. Wo seid ihr denn? Ach, da. Da bist du. Bist du hergekommen? Ja, ich komme nicht runter. Warum springt er nicht? Ich will da runter. B. Ah. Sehr schön. Der humpelt ja schon. Humpelt schon. Ich komm dann, wenn alles vorbei ist. Ja, es war genau jetzt. 3 Minuten nur, wie du gebraucht hast. Ja, das kommt gut, oder? Hin. Ja. Ja, ich bin nicht der Schnellste. Brauch ich auch nicht. Schade, dass ich gerade keine Falle dabei habe. Hast du nicht dabei? Sonst hätten wir ihn explodiert. Nee, ich hab's leider vergessen. Hätten wir sie explodieren lassen können. Naja, jetzt muss er halt sterben. Richtig. In unserem Fehler muss er sterben. Jetzt sucht er wieder Panzer ein. Ja. Verdammt. Okay. Ja, das nicht sehr lang. Ich hoffe jetzt auch, dass ich das kriege, was ich brauche. Was brauchst du noch? Ich habe keine Ahnung, da stand nur Fragezeichen. Aber es war halt bei Kuluyaku, ne? Achso, kann aber auch sein, dass vom Anzermonster noch ist. Drück mal einmal RS. Warte, jetzt wollte er hier erstmal vom Ei aufheben. Jetzt. Das RS? Nee, ja jetzt. Nee. Jetzt. Okay.
Jetzt tust du gleich. Nee, nochmal. Aber hab ich doch jetzt. Nee, du bist auf Fortsetzen. Ach so, und jetzt? Möchtest du Basis doch zurück. Jo. Einmal auf RS. Jetzt ist zu spät. Jetzt musst du nochmal manuell zur Basis. Ach so. Okay. Deshalb. Alles gut. Ja, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Oh, was ein Finisher. Guck mal, richtig hast du gerade ausgeholt und. Oh, sieht doch cool aus. Ja. Ja, ich könnte ja jetzt auch eine neue Quest annehmen und könnte dich dann hinterher dazu holen, ne? Das geht ja auch. Genau. Das kannst du ohne Probleme. Ja, ich guck mal gleich in der Schmiede, wie das aussieht. Jagdverein. Cool. Zack. In die Schmiede will ich. Ja. Ja, das hat jetzt nicht sehr lange gedauert. Da war der erste Kampf gegen den Kuluyaku, wo ich alleine war, das war schwerer. So, warst du nochmal zwischendrin online? Nö. Ging ja nicht, ich war ja unterwegs. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt die Gelehrten schützen. Gruppieren wir uns in der Wildturmödnis neu. Was? In der Wildturmödnis neu gruppieren? Okay. Guck ich gleich mal. Ausrüstung verbessern. So. Ja, das sind nur Fragezeichen. Jägerrang 2 hast du, ne? Ich glaube schon. Wo finde ich den dann? Ausrüstungsinfo. Steht da rechts. Moment. Was soll ich herstellen? Das Ausrüstungsinfo. In der Schmiede jetzt? Nee, bei dir im wo praktisch ein Objektbeutel und alles ist. Ach so, wo hab ich den denn? Ach so, im Start, glaube ich. Rechts oben, ganz oben. Ach so, Jägerrang 3. Ah, okay. Also ich kann noch nicht verbessern. Danke dir. Da müsste jetzt eigentlich Barott kommen, oder? Was müsste ich kommen? Jetzt müsste eigentlich Barott das Fischproblem unter Strom kommen. Ich guck grad mal, neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Die beste Art von Quest ist jetzt das, was ich machen soll. Schließe die Aufgabe ab. Steht da nur. Was steht da? Entschuldige. Die beste Art von Quest ist meine Aufgabe jetzt. Okay, dann nimm die mal an. Ich mach mal. Abschließen. Quest annehmen, ja, will ich. So. Kannst du jetzt erstmal meine Leiter alle Zwischensequenzen ansuchen. Ah, okay. Du musst erstmal kurz alleine. Mhm. Und wenn du irgendwann alle deine Banken zwischensehen, das heißt, theoretisch, glaube ich, müsstest du Barott da bekämpfen. Ja.
sobald du den gesehen hast, beziehungsweise erreicht hast, dann drückst du dieses Leuchtfeuer und dann komme ich nach. Notsignal, ja. Genau. Also dann können wir uns ja freudigst unterhalten. Also von daher gesehen. Ja. Wenn sie rechtens sind, musst du da die Karawane beschützen. Mhm. Weil du die Häufchen von Sora Magdaros irgendwie begutachtest. Ah, okay. Das ist irgendwie so. Ja. Super, das sah einfach wie ein Haufen aus, ja, den du da suchst am Schluss. Das ist ganz toll. Die freudigst, die. Ja, aber der glüht auch, der Haufen. Der glüht auch. Na, dann sieht das ja aus wie ein frisches Häufchen. Sieht wunderschön aus, das Häufchen. Hast du? Erwischt dich nicht so als Häufchen. Wir warten schon so lange darauf, alle Hinweise in die Hände zu bekommen. Der Tod käme jetzt ungelegen, Jäger. Okay. Aber ich kann dich doch jetzt schon holen, oder? Ich möchte da jetzt raus und diesen neuen. Weiß nicht, versuch's mal. Warte. Nee, kann ich noch nicht. Ja, dann musst du erst da kurz laufen. Eines ist sicher. Die Umgebung hier ist vollkommen anders als die im uralten Wald. Ja, ach. Die Wildturmödnis besteht aus Trockengebieten und Sümpfen. Diesem Umstand verdankt sie ihr einzigartiges Ökosystem. Ich habe einen Stein gefunden. Ja. Ein Stein, yeah! Das ist bestimmt selten. Ein Wasserfall! Das Wasser versickert im Sand, sammelt sich in tieferen Schichten und bildet so einen Sumpf. Ah, super. Endlich geht's mal bergauf. Oh, die brauchen so lange. Jetzt komm schon, meine liebe Wildexpertin. Ja, die sind ja nicht die schnellsten. Die sollen sich nicht so anstellen, die sollen mal ihren Arsch bewegen. Stimmt, die könnten auch schneller machen. Ja. Dieses Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit angepasst. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. Aha. Ja, die quatschen, glaube ich, jetzt erst noch mal ein bisschen Zeug. Ja, ein wenig. Hm. Siehst du jetzt? Für die Damaskusrüstung brauche ich nur noch 3 Urukan-Schilder und 3 schwarze Diablos-Thorax. Du liebe Zeit, das sagt mir jetzt alles. Können wir jetzt eine Pause machen? Ja, warte mal, schickst du dir mal. Da, der Wildturm! Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Aber bis dahin ist es noch ein Stück. Und okay. Weiter geht's. Ja, dann schiebt jetzt mal. Damit wir da also, zu den Turm kommen. Bergab ist vielleicht sogar schlimmer. Mann, ist das schwer. Ey, ich hab's dir jetzt gerade aufs Handy geschickt. Okay. Nee, total cool. Ja, also so von der Optik, das hat irgendwas. Guck ich gleich mal. Jo, kein Stress. Hast du das gehört? Alle, seid vorsichtig. Wie waren so deine ersten Eindrücke von der Ödlust hier, Was von der Wüstenpunkt? Ach so. Ja, sehr, sehr staubig.
Aber irgendwo auch ganz cool. Also dieses Teil total nass mit Sumpfgebiet, ne? Ja. Oder was? Und dann wieder das Staubtrockene, also ist ganz cool. Ja, ist ganz witzig irgendwie. Alle. Ja. Oh mein Gott, wer ist das denn? Ratian? Hast du das Häufchen gefunden? Ich habe ein Ratian gesehen. Ihr wisst, was das heißt, Freunde. In so einer Lage muss man... Muss ich gegen den jetzt kämpfen? Ruhig bleiben. Mhm. Und der tut sich fair verdünnisieren. Los. Vielleicht kannst du mit deiner Schleuder ja etwas Lärm machen, um sie abzulenken. Was? Lärm? Schleuder? Oh, ich werde gerade angegriffen. Vom Rad her. Ja, ich werde gerade vom Ratian angegriffen. Und ich brenne gerade. Sollte nicht so sein. Nee, ist auch gerade nicht so cool irgendwie. Vor allen Dingen, wo ist denn jetzt die Karawane hin? Das war furchtbar knapp. Die Hölle selbst kann nicht fühlen wie eine Pfanne. Oh oh. Du musst hinterher der Karawane hinterher. Ja, das Problem ist, Ratian verfolgt mich aber gerade so ein bisschen. Jäger, du kannst mir nicht zufällig eine Probe besorgen, oder? Irgendetwas habe ich falsch gemacht. Das ist jetzt blöd. Du hättest vielleicht früher fliehen sollen. Wollte ich, und dann haben die aber gesagt, ich soll mit der Schleuder schießen. Dann wollte ich mit der Schleuder schießen, dann hat er mich angegriffen, die Drecksau. Ich hab mich einfach verpisst. Ja. Es fliegt da gerade weg. Aber dass er so riesig ist, ist ein echter Schock. Seine Ausmaße übertreffen sogar die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten. Ich frage mich, wo ist denn jetzt die Karawane hin? Um derart riesig zu werden. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo die Karawane hingerannt ist. Wild. Boah, die sind ja weit weggerannt, alter Schwede. Das gibt's ja gar nicht. Wie können die denn so weit wegrennen? Die haben gesagt, oh mein Gott, du beschützt mich, und sind weggerannt. Ja. Die haben sich bestimmt voll auf mich verlassen. Wir würden nie ankommen. Fress ihn, wir holen uns einen neuen. Sieh nur, grandios! Hä? Gewaltig! Was für ein tolles Exemplar! Ich habe irgendwie gerade das Gefühl... Wir sind fast da! Nicht nachlassen! Dass meine komischen Leuchtkäfer immer falsch schicken. Das hast du gut gemacht. Ja, das Gefühl habe ich manchmal auch. Also das ist manchmal zum Mäusemelken. Ja, weil ich setze so einen Wegpunkt, der schickt mich dann irgendwo hin. Und dann auf einmal doch ganz in eine andere Richtung irgendwie. Ja, ich hatte letztens das Problem. Ich wollte irgendwo hin, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Jedenfalls habe ich mir gedacht, super. Wegpunkt gesetzt, losgelaufen. Und dann war ich aber irgendwo komplett anders da. Dann bin ich zweimal durch dieselbe Map gelaufen, wieder zurückgelaufen. Und also irgendwann ging es mir total auf den Keks. Na super. Bis ich da manuell in die Karte geguckt habe. So. Also jetzt bin ich hier in irgendeinem offenen Blumengebiet irgendwie, so Blume und Wasser und sowas. Ich glaube, du müsstest theoretisch in die 5 oder irgendwo da oben, wenn es rechtens sind. Ich guck mal, ob ich die vielleicht so irgendwie einholen kann. Hab ich gesehen, dann gerade wo du bist, müsstest du glaube ich links irgendwo hoch können. Rechts dann halten
Und dann kommst du zu diesem großen Wüste-Ding. Okay, ich laufe gerade durch eine Höhle.